Ich glaube, Senna scriptet. Ziemlich sehr scriptet. Hat auch noch keinen Spell gefangen. Das Movement gerade mal im Chiusen Move, kein Mensch. Sehr schlecht, weil wir Toplane verlieren und gegen den Scriptor spielen. Naja. Ja, sie scriptet 100%. Muss flashen, Bro. Da sie trifft. Ah. Den kannst du als Scriptor auch nichts machen. Ja, schreiben wir einfach warten. Ist 100% am Scripten. Der einzige Spell, der sie bis jetzt getroffen hat, ist Flash E von Pike into Hook, das undodgeable ist. Und alles andere hat sie easy sidestep mit Movement, was keinen Sinn ergibt. Ah, ne, ist nicht am Scripten, ne? Ist nicht am Scripten. Ist nicht am Scripten, oder? Wenn ihr Scourge spielt, einfach auf Guma auf Support, der muss unbedingt selber 6 spielen. Ein Zartlosing. Ah, Sucks. Ich habe 6 seitdem noch nicht gespielt. Nervt doch nicht, Bro. Fuck, das war so dumm. Ich hab Supporten. Und wir platzen grüne 10 mit Botlane Tower. Ja, nee, das scriptet nicht, oder? Nee, ich glaube auch, dass sie nicht scriptet. Nee. Nee, der hätte ich auch ingoldet. Genau mittig auf den S-Wheel. Der gerade out of vision nach Narnia läuft. Nee, genau, der hätte ich auch ingoldet. Nee, ist klar. Nee, die scriptet nicht. Nee, die scriptet nicht. Einfach ein bisschen zu schlau für mich. Komisch, dass jetzt 2 Ults von ihr einfach bei perfekt auf mir waren, Digga. Was Map ohne Vision. Ja, ganz seltsam. Die hat alles Scripts an, Digga. Die hat Geld ausgegeben. Das Game einfach aus, aber Master. Das ist aber nicht Master. Die ist nicht Master, Bro. Die ist genauso Hardstack Tier 1 wie ich. Den Drake wollte ich auf jeden Fall schon. Oh! Oh! Saftig. Den nehme ich auch noch mit. Ich meine, es kann sein, dass sie echt. Also, es kann legit sein, dass sie ihre Scripts ausgemacht hat, weil das Game so verloren ist, ne? Wer kommt denn da? Süßes angesprungen oder Wannigan? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah, Graceway ist so ein scheiß Spell, ne? Ja, aber gar nicht gar, was passiert ist. Graceway hat bekommen 6 EQ Ult. One-Shot. Stark vor Bennington, nochmal ins Pike hier reinzulaufen. Doc. Das guck ich mir an. Das guck ich mir an. Oh mein Gott, wie disgusting. Ich auch mal ein Triple Kill geschenkt, den Mann. Der ist einfach zu gut gespielt. Ich darf echt wohl nichts getroffen werden, ne? Der Schaden, den dieser Six und dieser Grace macht, sind komplett crazy. Komplett krank. Ein Six QE 1000 und Grace QE 1200. Wenn ich das so losgelassen werde, den Play, Junge, Junge. Der hatte genug, der Mann. Na, leider scriptet ja die Senna. Trifft TSW. Ah, das war bad von mir. Ich weiß auch nicht, warum Arc Champ Bot ist, aber generell da reinzugehen ist so bad. Ich muss mich einmal fokussen, sonst fehlt mir das Spiel noch. So, ohne Tita tot. Fast you, Quick Frozen, ja.
Und Fastpace mit dem. Ja, da ist er komplett Warmin ein, ne? 52.000 Damage. Wird er einfach Level 1, Level 2 an. Wie crazy obvious ist, dass sie scriptet. Hier, das ist der erste richtig komische Movement. Guck ich das an, Digga. Welcher Spieler auf diesem Planeten spielt so, Digga? Welcher? Also, sie dodgt mein Q nach unten. Das trifft aber ein Minion. Da dodgt der Script nach unten. Jetzt dodgt der Script nach oben. Jetzt macht der Script gleichzeitig W auf mich. Perfektes W auf mich, dass ich nicht dodgen kann. Und Q auf Bike. Welcher Human spielt so? Niemand. Niemand spielt so. Und jetzt das nächste Q von mir. Ah, kurzer Slide nach oben auf süß. Also, wer denkt, dass das so ein Human spielt? Ah, komplett Delusion, ne? Dass der Pike denkt, dass sie nicht scriptet, ist crazy. Auch diese Ult einfach. Ich bin schon so lange random über die Map gelaufen, ne? Like hier wird die Six ultet, weil da wahrscheinlich Vision drin ist. Überlebt das knapp. Und jetzt gucke ich an, wie lange ich über die Map laufe. Perfekte Sonna-Ult, perfekt auf der Mitte von mir. Komplett auf Vision. Danke fürs Anschauen des kompletten Videos. Absolut ehrenwert. Morgen gibt es die Highlights von unserem zweiten Spieltag der Prime League mit B-Vision in Division 5. Hat ziemlich viel Spaß gemacht, waren zwei Seri-Games von meiner Seite aus. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und bis morgen. Kuss, kuss. Put er mal top, denn. Put er mal top. Och, Mann. Will er den Minion? Ja, ich will ja Bredis CS hochhalten, weißt du? Rede, du bist eine Maschine. Ja, ich glaube, es ist Liebe.